Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Ja, wir kontrollieren heute mal den Ableger. Ich wollte ja letzte Woche schon eine Zange aufsetzen. Das habe ich nicht gemacht, weil dieses Volk noch ein bisschen zu schwach war in meinen Augen. Aber ich denke mal heute, weil die Brut ausgelaufen ist und jetzt müsste eigentlich genug ausgebaut worden sein und das Volk müsste sich gut entwickelt haben. Das heißt, dass wir heute vielleicht die zweite Kiste draufpacken. Ich möchte aber vorher nochmal das Ganze kontrollieren, ob das auch so ist. Und wenn man jetzt hier schon den Deckel aufmacht, sieht man, dass hier schon ordentlich was los ist an Bienen. So, wir machen mal auf. Gucken hier mal rein. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich werde hier einfach mal den zweiten Raum raufgeben. Und was ich auch noch machen werde ist, ich werde die Bienen füttern. Weil der Futterteig, den ich ihnen gegeben hatte, den haben sie wieder verbraucht. Und dann kriegen sie wieder ein bisschen und dann immer Stück für Stück. Aber hier haben wir die Königin drauflaufen. Auch sehr schön anzusehen. Ich habe jetzt eine Leerzange noch mitgebracht und wir gucken gleich mal weiter. Ich habe die nämlich noch schnell geholt. Die kommt jetzt nämlich aufgesetzt hier noch, weil das Volk schön stark ist schon. Hier alles schön mit Brut voll gepackt. Die Königin, sag ich mal, die langweilt sich schon fast, weil im Type nicht mehr so viel zu tun ist. Die hat einfach kaum noch was zu bestiften, weil die Zellen, die geschlüpft sind, werden gleich bestiftet. Und ja, und jetzt hat sie im Type keinen Platz mehr, um Stifte zu legen. Deswegen wird das Ganze hier gleich aufgestockt. Und dann kriegen sie noch eine Zange im Teil rauf. Oh, das sieht hier eigentlich schon ganz gut aus. Ich bin sehr zufrieden hier mit dem Völkchen. Das hat sich sehr gut entwickelt. Schöne Sache. Ich finde das immer so schön, diese Mini-Plus-Zangen, so wenn man irgendwie Besuch hat und das mal zeigen möchte, wie so ein Bienenvolk aussieht. Wenn man so einen kleinen Ableger hat, dann muss man nicht ein ganz großes Volk auseinandernehmen, sondern kann hier einfach mal so, guck mal hier, hier ist die Königin. Oder sowas, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, so mal zum Zeigen, auch für die Nachbarn und so, damit die auch mal wissen, so wie das überhaupt aussieht. Weil viele haben ja überhaupt keine Ahnung, die wissen natürlich, was eine Biene ist und wie das so aussieht schon, aber das ist im Tab immer so ein Highlight oder immer was Schönes, so, wenn man das mal zeigt. Oh. Ja, das war wieder die Dornranke. Und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht schlecht, um immer mal wieder den Nachbarn zum Beispiel das zu zeigen, wie das aussieht. So, jetzt kommt hier der zweite Stock rauf. Ich werde den nachher noch ein bisschen Futterteig reinmachen. Da haben die ja hier unten drin. Gucken, ob ich euch das zeigen kann. Ja. Da haben sie hier unten drin so eine Futterschale. Und da packe ich dann immer so ein bisschen Futterteig rein. Das mache ich jetzt so lange, bis der Futterteig verbraucht ist. Ich habe noch so ein Kilo, wird das sein. Ich glaube ja, 2,5 Kilo sind ja in einer Zange, in einer Packung drin. Und wenn das dann verbraucht ist, dann füttere ich mit dünnflüssigem Futterteig, mit Futterwasser wollte ich schon sagen, mit Futtersirup. Und dann werden die langsam aufgefüttert, weil die brauchen jetzt immer stetig Futter, sonst wird das hier nichts. Sonst kommen die nicht auf die Volkszahl, die im Teil brauchen, um vernünftig überwintern zu können. Weil die brauchen mindestens 3 Zagen. So wird das jedenfalls gesagt. Und ich möchte echt nichts experimentieren. So. Ich möchte wirklich nicht rumexperimentieren, weil ich da keine Ahnung habe mit dem System hier, wie viel man da wirklich jetzt braucht. Und ich denke mal, 2 Zagen wird zu wenig sein. Einer ist auf alle Fälle zu wenig. Deswegen kommt das Volk auf 3 Zagen, also sagt man so Mini Plus auf 3 Zagen, wenn man so eine Türme hat. Ja, das war's eigentlich auch schon. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann verlinke ich euch hier ein paar. Und wenn ihr den Kanal abonnieren wollt und mich damit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das hier gerne tun. Ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.